2014 wird ein besonderes Jahr für Royal Caribbean International, denn es gibt erstmals mehrere Abfahrten ab Hamburg, und zwar 6 Stück an der Zahl zwischen Juli und September. Das Ganze, und zwar mit der Legend of the Seas. Und bei mir ist jetzt Tom Fecke, der General Manager von RCL Cruises Limited. Also was bedeutet die drei Marken Royal Caribbean International, Celebrity Cruises und Azamara Club Cruises. Und Herr Fecke, wenn ich sage 6 Abfahrten, wo geht's denn lang? Ja, wir fangen, und eingangs muss ich sagen, wir freuen uns sehr darüber, dass wir zum ersten Mal letztendlich mit der Legend of the Seas eben ab Deutschland fahren können. Und alles fängt an, weil die Legend eben aus dem skandinavischen Raum ihre erste Abfahrt von Stockholm, eine 14-Nächte-Kreuzfahrt bis Hamburg macht. Da geht es aus Stockholm heraus, über Helsinki, dann haben wir St. Petersburg mit drin, Tallinn mit drin. Alle sehr schönen Destinationen, wo wir in der Vergangenheit festgestellt haben, dass Leute sehr gerne lange auf dem Schiff bleiben wollen und letzten Endes in dieser Destination sich sehr, sehr heimisch fühlen. Gehen dann direkt rüber, und das ist dann alles diese Abfahrten, die quasi auch im August stattfinden. Sie haben es ja vorhin gesagt, es sind 4 Abfahrten eben aus Hamburg heraus, die über Oslo gehen und dann quasi die skandinavischen Fjorde hochgehen bis Ålesund. Der Rheingau-Fjord ist natürlich als Highlight absolut dabei. Mhm. Und das werden wir insgesamt 4-mal anbieten, weil wir davon ausgehen, dass die Resonanz sehr, sehr groß ist. Mhm. Und dann geht es am Ende der Saison, das ist dann quasi Anfang September, zurück nach New York. Und ich glaube, viele träumen einfach davon, einfach mal eine Kreuzfahrt aus Hamburg nach New York zu machen. Und dort haben wir eben auch dafür gesorgt, dass die insgesamte Tour, die ja 16 Tage insgesamt dauert, auch interessant genug ist. Mhm. Sodass wir letzten Endes Schottland mit drin haben, wir haben die Fahrerinseln mit drin, wir haben Island mit drin, mhm, wir haben Teil Kanada mit drin und gehen dann halt direkt nach Bayonne, nach New York. Mhm. Jetzt ist ja natürlich Royal Caribbean International ein internationales Produkt. Haben Sie schon eine Vorstellung, wie viele Deutsche am Ende dann bei den Abfahrten ab Hamburg dabei sein werden, oder was stellen Sie sich da vor? Also, na klar, eine exakte Vorstellung. Wir gehen davon aus, eben, dass der größte Anteil der Gäste aus Deutschland kommt. Darum machen wir das ganze Thema ja auch, um möglichst nah eben auch aus dem deutschen Markt unsere Produkte anzubieten. Also wir rechnen bestimmt mit 50% aller Gäste, die eben aus Deutschland kommen. Der Rest kommt aus unterschiedlichen Bereichen. Das kann USA sein, das kann aus anderen europäischen Ländern sein, Skandinavien natürlich auch. Und wir stellen immer wieder fest, dass auch Repositionierung eben für viele Märkte, für viele Länder sehr, sehr interessant sind. Und Hamburg, denke ich auch, als Destination schlechthin, ist natürlich auch für andere Länder sehr, sehr interessant. Nicht nur für uns Deutsche, sondern eben auch für andere Märkte. Passen Sie denn dann so ein bisschen das Angebot an Bord den deutschen Gepflogenheiten an? Also zum Beispiel Norwegian hat letztes Jahr angekündigt, oh, sie bieten bei, glaube ich, einigen Europafahrten auch Nutella morgens zum Frühstück an, weil das die Leute wollen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was machen Sie? Ich denke, das muss ich immer im guten Mix halten. Also wir sind ja eine internationale Reederei, eine internationale Marke, und wir bleiben eben auch international. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass der deutsche Gast eben auch Dinge kennenlernen möchte, die er zu Hause nicht unbedingt zwangsläufig vorfindet. Nichtsdestotrotz, Sie erwähnten vorhin Nutella oder andere Gegebenheiten, wir werden auch dafür sorgen, dass wir das eine oder andere heimische Produkt eben auch an Bord letzten Endes vorfinden, weil es wiederum Effekt hat eben auch auf andere Märkte, die wiederum auch gerne Dinge eben auch aus Deutschland probieren wollen. Und somit überraschen wir quasi beide Seiten, und ich denke, das ist eine sehr, sehr schöne Symbiose. Jetzt könnte man sagen, Juli bis September 6 Abfahrten, das ist noch ausbaufähig. Natürlich ist das ausbaufähig. Das ist ein Start in eine neue Ära für uns und eine neue Saison. Und wir machen das natürlich, um nachhaltig und langfristig diesen deutschen Markt auszubauen, sodass wir dann auch über die nächsten Jahre weiterhin dafür sorgen werden, dass Schiffe nach Deutschland kommen. Also buchbar die Legend of the Seas ab Hamburg im Jahr 2014 ab 11. April. Thank you.